Hallo, du möchtest schöne, straffe, schlanke Beine? Dann habe ich das perfekte Basic Workout für sexy Beine. Lass uns gleich loslegen mit den dynamischen Wide Squats. Du stellst dich etwas rechts hin auf deine Matte, öffnest weit nach außen, kommst wieder hoch und ziehst mit dem linken Bein zurück. Nach links außen, weite Squats und dann etwas zurück. Komm nach links und arbeite zurück. Arbeite links und überkreuz nach hinten. Weit und überkreuz. Wenn du sicher stehst auf deinem rechten Standbein, dann kannst du immer mehr so ein bisschen hinter dir überkreuzen. Komm tief und öffne weit. Das hauptarbeitende Bein ist dabei das rechte Bein. Bitte dran denken. Das rechte Bein, das drückt dich hoch. Du ziehst tief zurück und wieder zur Seite. Und zurück. Und weite Squats. Und überkreuz. Jetzt kannst du dich so mehr auf die Technik konzentrieren. Ein bisschen sauberer arbeiten. Nach den ersten Wiederholungen, die manchmal ein bisschen wackelig sind, und das ist vollkommen in Ordnung, konzentriere dich jetzt auf die Technik. Weite Squats und etwas überkreuzen. Komm in die Weiten. Komm über Kreuz. Spürst du schon? Das rechte Bein arbeitet. Das drückt dich jedes Mal hoch. Von den Weiten, dann nach hinten. In die Weiten, über Kreuz. Vier mehr. Nimm das Becken mit. Und zwar jetzt. Zurückschieben. Und wieder in die Weiten. Und zurück. Zwei letzte. Die schaffst du. Tief zur Seite. Und ein letztes Mal über Kreuz. Komm hoch. Locker dich aus. Du solltest das rechte Bein gespürt haben. Jetzt kommt das linke dran. Stell dich ein bisschen nach links, öffne nach rechts weit, komm hoch und überkreuz. Komm tief zur Seite und überkreuz tief zurück. Komm zur Seite rechts und überkreuz tief. Komm zur Seite und tief. Sehr schön. Jetzt ist es das linke Bein, das arbeitet. Hier hast du die gesamte Oberschenkelmuskulatur. Also der gesamte Oberschenkel arbeitet tief und weite. Bei den Weiten ist es wichtig, dass du wirklich ein bisschen weiter nach außen gehst. Fußspitzen leicht nach außen. Überkreuz hinten, sodass der rechte Fuß etwas weiter nach links versetzt wird, nach hinten. Und weite. Und zurück. Und du darfst dein linkes Bein spüren. Lass es warm werden. Zur Seite. Und weit zurück. Setz dich sehr korrekt mit Kraft zurück. Schieb dich hoch und zwar das linke Bein. Auch hier schieb dich hoch und nach rechts und komm zurück. Und wieder rechts und zurück. Bleib dabei viermal noch. Zur Seite und hinter dir über Kreuz. Zur Seite, ein bisschen tiefer noch. Zwei letzte. Das ist die erste Übung. Hier hast du den gesamten Oberschenkel aufgewärmt. Jetzt geht's zur zweiten Übung. Locker die Beine aus. Beide Beine haben Impulse bekommen. Das ist gut, denn wir bleiben im Stand. Wir gehen auf ein Bein. Wieder das rechte. Das hat sich jetzt ein bisschen erholt. Komm hier locker ins Knie. Auf jeden Fall ein bisschen locker. Geh vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Schieb das Becken zurück. Du darfst die Arme gerne nach vorne nehmen. Das gleicht dich aus. Das balanciert dich aus. Wir tappen. Step out, step out, step out, step out. Linke Fußspitze setzt weit und wieder ran. Hier, wenn sich das gut anfühlt, die ersten paar Wiederholungen machen wir sehr sanft. Dann geht's jetzt los. Setz dich tiefer, schieb das Becken zurück, zieh den Bauchnabel ein und auch hier hast du wieder die gesamte Oberschenkelmuskulatur. Raus, ran, raus, ran, weg, ran. Bleib dabei. Nach der ersten Übung gerade eben solltest du und darfst du das gesamte Bein wieder spüren. Oberschenkel, lass ihn arbeiten. Weg, ran, weg, ran. Sexy Beine, das ist der Wunsch von allen Frauen. Wir wollen schöne, wir wollen straffe, wir wollen kraftvolle Beine. Nicht zu dünn, nein, das ist auch nicht unser Wunsch, sondern einfach nur schön geformt und dabei feste. Die kriegst du, und zwar jetzt. Diesem Basic Workout. 4, 3, 2, direkter Wechsel. Komm ein bisschen höher. Wir fangen wieder oben an. Die leichten, die sanften. Schieb das linke, na, das rechte Bein zur Seite, zur Seite, zur Seite. Wenn du hier deinen Stand, deine Balance gefunden hast,
Dann geh jetzt etwas tiefer. Nimm die Arme zum Ausgleich nach vorne. Bauch fest, Brustbein anheben. Wenn du noch gar nichts spürst, noch ein bisschen tiefer. Das Standbein darf tief gehen. Tief. Und dann mit dem rechten Fuß nach außen. Nach außen. Und tap. Und raus, ran, raus, ran. Boah, jetzt wird es schon wieder heiß. Zwar im linken Oberschenkel. Wieder hier, denk dran, was dein Ziel ist. Schön, straffer Oberschenkel. Die gesamten Beine. Bisschen Arbeit auch der Unterschenkel. Spürst du es, das Fußgelenk, das balanciert dich aus, immer wenn wir einbeinig stehen. Also ist es wieder so ganze Beinarbeit, von unten hoch. Bleib dabei. Das sind die letzten 5, ab jetzt. Nur noch 4. Genieße sie, gleich dich aus, 2, ein letzter und dann hast du es geschafft. Locker dich aus, wir gehen gleich weiter. Jetzt gehen wir ganz gezielt an die Vorderseite. Wenn wir die Vorderseite trainieren, dann werden die Beine schlank. Die werden so richtig eine schöne Silhouette bekommen. Dafür brauchen wir bei diesem Workout einen Stuhl. Basic Workout ist immer so ein bisschen entspannter. Wir setzen uns entspannter. Setz dich ungefähr mittig hin, dass dein Oberschenkel noch eine kleine Unterstützung hat. Beginne. Nur das Bein zu strecken und ranzuholen. Das ist alles. Sieht total entspannt aus. Wichtig ist, dass du hier wirklich in die völlige Streckung kommst. Also, stell dir dein Kniegelenk vor. Das ist nach vorne hoch eingerastet. Wenn du am höchsten Punkt bist, und komm an diesen Punkt. Du darfst richtig an den maximalen Punkt kommen. Denn da ist deine Oberschenkelmuskulatur maximal am Arbeiten. Setz dich aufrecht hin, streck aus und wieder ran. Ausstrecken, ran. Und bitte nicht werf, sondern wirklich führe dein Bein mit der Kraft aus deinem Oberschenkel. Das wirst du nach ein paar Wiederholungen spüren. Das ist sehr, sehr stark und ein ganz tolles Training auch für dein Kniegelenk. Also du tust 2 gute Dinge mit einer Übung. Einmal eine tolle, schlanke Silhouette aufbauen und dann noch was Gutes für dein Knie. So, wenn du an deinem höchsten Punkt immer bist, dann denk dran, bis in deine Ferse, nein, baue Spannung auf. Ausstrecken, ran. Ausstrecken, ran. Der Bauch ist fest, dein Oberkörper ist auch mit Kraft ausgestreckt, hoch und tief. Dein Oberschenkel ist relativ ruhig, bitte nicht nach unten fallen, sondern immer in der Spannung bleiben. Mach das noch ein paar Mal und immer wieder, jede Wiederholung, an deinen höchsten, maximalen Punkt. An dem Punkt, an dem es nicht weitergeht aus dem Knie. Hoch, ab. Wow, ich spüre das schon ganz schön. Das zieht so richtig rein. Das zieht hier bis nach oben, bis zum Hüftbeuger. Der ist mit dabei, der hebt so ein bisschen das Bein an. Hüftbeuger ist immer Beinheber. 4, 3, oh, das wird jetzt aber richtig heiß. 2, einen letzten. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Schieb die Ferse weg. Ausklopfen, super gemacht. Andere Seite. Streck aus und ran. Ausstrecken, ranholen. Bauch fest, richte dich auf, zieh vielleicht das Brustbein an und wieder lösen. Schau, was du machst. Beobachte es. Es passiert vor dir, du kannst es beobachten. Zieh dein Bein in die Streckung. Wenn die Kniescheibe ranzieht, dann bist du an dem maximalen Punkt. Du siehst auch hier so die Muskulatur, wie sie sich anspannt und jetzt wieder entspannt. Der Oberschenkel ist etwas angehoben, du schiebst an deinem weitesten Punkt die Ferse weg. Das sind so die Punkte, an die du immer wieder dran denken darfst. Dann trainierst du perfekt. Raus und ran. Und wegschieben und ran. Bleib dabei. Und ran. Und weg. Und ran. Und komm noch mehr. Zieh die Kniescheibe ran. Spür diese Muskulatur, die Sehne, die über die Kniescheibe und drumherum ziehen. Das ist diese Stabilisation auch fürs Knie. Also du tust dir was Gesundes auch noch damit. Wow, tolles Training. Hier und nebenbei bekommen wir so schöne, sexy Beine. 4 schaffen wir. Es darf schon warm geworden sein. Hier. Und ich sehe schon hier die Silhouette. Es wird. Letztes Mal. Beim letzten Mal bleibst du oben stehen. Nochmal Ferse wegschieben. Richtig alles ranziehen, ranziehen, ranziehen. Wow. Das war schön für die Vorderseite. Was kann es jetzt Besseres geben, wie die Rückseite zu trainieren? Wir gehen zum Boden. Dafür darfst du den Stuhl wieder wegstellen. So. Und wir gehen in den Vierfüßerstand. Vierfüßerstand auf Unterarm. Das ist wie Spieler und Gegenspieler. Die sind zusammen, die gehören zusammen und die unterstützen sich auch. Deswegen
ist es immer sinnvoll, wenn du die Vorderseite trainierst, auch im gleichen Zug die Rückseite zu trainieren. Also, hier sehr, sehr entspannte Position. Du schiebst dich aus den Schultern raus. Du nimmst das lange Bein, kickst es hinten hoch. Kick hoch. Kick hoch. Ganz wichtig, wenn wir nach hinten hochkicken, dann ist es super wichtig, dass du den Bauch festmachst. Denn dann hast du eine ruhige Position für dein Becken. Wirbelsäule bleibt ruhig. Kick hoch. Natürlich hast du hier auch noch zusätzlich die Gesäßmuskulatur. Die Beinrückseite ohne die Gesäßmuskulatur zu trainieren, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir da immer ein bisschen was mit davon für die Gesäßmuskulatur. Was auch nicht schadet. Kick. Kick. Also es ist eher so ein schnelles, kraftvolles Hochschieben. Kick. Kick. Und ein langsames Runterführen. Das solltest du jetzt schon in deiner Rückseite spüren. Mach dich nochmal fest im Bauch. Schieb dich aus den Schultern. Es sind noch ein paar Wiederholungen. Halt durch. Du solltest jetzt deine Beinrückseite spüren. Bein, Bizeps, Gesäßmuskulatur. Zieh das Bein bis in die Fußspitzen lang. Noch 5, 4, 3, oh, das gibt so richtig Glücksgefühle. Letztes Mal. Löse auf. Kurz drüber streifen. Auslockern. Andere Seite. Mach dich wieder lang in der Wirbelsäule. Hier bleibst du lang. Der Bauch ist fest. Streck das rechte Bein nach hinten aus. Stell alles weg, was dir im Weg stehen könnte. Und dann geht's hoch. Und kick. Und kick. Und kick. Und beachte vom Gefühl her. Hier, die Festigkeit, die Ruhe im Bauch, die Ruhe in der Wirbelsäule, die Ruhe im Becken, das ist total wichtig. Kick und kick. Und weil du dein Bein sowieso jetzt in dieser Spannung, in dieser Streckung hast, hast du gleichzeitig alles mit Energie gefüllt. Und hoch. Und kick hoch, langsam tief. Kick hoch, langsam tief. Spürst du es schon? Super. Beinrückseite, Beinvorderseite. Alles haben wir schon gemacht. Für schöne, straffe, sexy Beine. Und hoch. Bleibt noch ein paar dabei. Zieh nochmal bis über das Fußgelenk, bis in die Fußzehen. Alles in die Länge. Für die letzten 5, 4. Und gleich hast du es geschafft. Gleich hast du es geschafft. Super. 2. Einen letzten. Ui. Wow. Das war super. Und jetzt kommt noch eine super Übung für die Innenseite. Wir legen uns in Rückenlage. Leg dich erstmal entspannt ab. Ah, schön. Kopf ablegen. Die Arme kannst du neben dir ablegen oder zur Seite stecken. Und dann nimm die Beine hoch und streck sie gleich. Ah, fühlt sich schon richtig gut an. Vorderseite, Rückseite, alles fest. Toll. So, wir beginnen. Grätsche und überkreuzen. Grätsche und überkreuzen. Damit du an den Füßen oben vorbeikommst, dreh deine Beine ein Stückchen nach außen. Das ist, wenn du sie parallel hast, so wie im Ballett die erste Position. Oder denke an Charlie Chaplin oder was auch immer du dir dabei denken möchtest. Das ist schön. Also die Knie schon so ein bisschen nach außen. Dann kommst du ohne weiteres mit den Fersen aneinander vorbei. Auf, zu. Auf, zu. Ganz wichtig, bitte lass die Beine gestreckt. Wenn du sie strecken kannst, dann streck sie maximal aus. Auch hier ist der Bauch immer in Spannung. Der ist so ein bisschen am Mitarbeiten und wir konzentrieren uns mehr auf die Innenseite. Auf, zu. Überkreuz, wenn du zugehst, immer wieder im Wechsel. Rechtes Bein nach vorne und rechtes Bein zurück. Und außen kommst du immer an den äußersten Punkt. Dann das nach innen ziehen. Das benötigt die Kraft. Außen nach innen. Beobachte die Beine weiter. Bis auf dreht bleiben. Außen überkreuzen. Außen überkreuzen. Eine herrliche Position. Eine herrliche. Wir haben ein entspanntes Gefühl, weil wir liegen. Oh, schön. Auf, zu. Streck nochmal die Knie. Zieh dich bis in die Fußspitze in die Länge. Beobachte, was du tust. Hier. Auf, äußerster Punkt. Zu, überkreuz. Bring immer wieder die Beine im Wechsel. Überkreuz zusammen, wieder auf. Zu, auf. Allmählich dürftest du spüren, es zieht von hier unten langsam in die Beininnenseite. Hier.
Das ist so die Partie, die bei Frauen offenbar so ein bisschen schwammig ist. Also hier können Sie jetzt von innen heraus die Muskulatur aufbauen. Zusätzlich mach weiterhin Ausdauertraining. Achte auf eine gesunde Ernährung. Dann hast du das perfekte Training. Atme gut. Auf, zu. Wow, jetzt wird es aber langsam. Halte durch, beiße Zähne zusammen. Nur wenn du dich forderst, reiße dein Ziel. Auf, zu, vier noch. Schau mal, meine Beine fangen auch an zu zittern. Das ist ganz normal. Mach weiter, mach weiter. Kurz durchhalten, kurz durchhalten. Letztes Mal auf, stopp. Und jetzt komm nochmal. Solltest du nicht alles spüren. Ganz klein. Push, push nach innen. 10, 9, 8. Oh, das schaffst du. 15 ist nur noch. Wow. 3, 2, 1. Und jetzt langsam zusammenkommen. Halt die Beine fest. Lass die Unterschenkel hängen. Das war dein Training für sexy Beine. Komm mal kurz hier so ein bisschen. Streich sie aus, klopf sie aus. Und dann zieh dich mit einem Bein nach oben. Das war ein super Training, kurz und knackig für sexy Beine. Ich hoffe, du fühlst dich genauso sexy und gut durchtrainiert. Vielen Dank fürs Mitmachen.